Wusstet ihr eigentlich schon, dass der Norbert, hier dieser Norbert, preiswerter geworden ist? Der kostet nicht mehr 14,99, der kostet 9,99 und selbst unser Buch kostet nur noch 9,99 €. Hatte man 19,99 € gekostet, aber dank der großen Nachfrage, ja, dann machen wir das doch billiger. Ne? Dann können sich das jeder anschaffen, für den das vorher zu teuer ist. Und Norbert zu Hause zu haben, ist ja sowieso ein Muss. Das sehe ich auf alle Fälle so. Ne? Seht ihr doch bestimmt auch so. Aber das ist gar nicht das, was ich euch heute erzählen will. Was habe ich gehört? Ich kann Norbert mit nach Hause nehmen? Wollt ihr mitkommen? Mit dir gehe ich immer mit. Aber ich hatte eigentlich über den Norbert. Ach, über den Plüsch-Norbert. Aber den hast du, glaube ich, schon, ne? Ja, liegt bei mir vorne im Auto. Liegt im Auto? Mein Gott. Ist der denn angeschnallt? Nee. Legst du gar keine Werte auf meine Sicherheit oder so? Das ist mein Schutzengel. Weil du immer so schnell fährst, habe ich gedacht, dann werde ich auch nicht geblitzt, wenn ich dich mit dabei habe. Guck mal, was ich hier Schönes habe. Ja, wir haben hier rotköpfige Papagei-Amadin und dreifarbige. Ja, zu unterscheiden ganz einfach. Die roten Köpfe zeigen ja ganz klar, wer die rotköpfigen sind. Die kommen beide im Großraum Australiens her. Die rotköpfigen kommen eigentlich nur an der Ostküste Australiens auf Inselgruppe vor. Die dreifarbige Papagei-Amadin, die kommt in ganz Australien bis hoch, ja, kurz vor Singapur, also bis Indonesien da oben, kommen die also überall vor, sind weit verbreitete Vögel. Kleine Finkenvögel, die einfach immer quirlig, immer lebhaft sind. Da sie so klein sind, passen die natürlich ideal in jede kleine Voliere oder größeren Käfig. Schick sind die, also muss ich ja sagen. Also das könnte ich mir ja auch vorstellen, die sind nicht so laut, ne? Da kriegt man keinen Ärger mit den Nachbarn, oder? Nee, da hast du auf alle Fälle recht. Ist natürlich schön, dass es auch mal Tiere gibt, die keinen Lärm machen. Es gibt ganz viele Tiere, ganzen Reptilien, Amphibien, die machen auch alle keinen Lärm. Fische sowieso nicht, aber bei Vögeln ist das ja manchmal schon schwierig, da will man Vögel halten und dem Nachbar, den stört ja manchmal sogar der Wellensittich. Das hat man so bei so kleinen Prachtfinken eigentlich nicht. Dieses kleine Chilpen, was da so kommt, das verlässt eigentlich noch nicht mal das Zimmer, geschweige denn die Wohnung. Also die sehe ich ja heute zum ersten Mal, aber Amadine steht irgendwie für farbenfrohe Vögel. Ne? Wir haben ja Gulls-Amadinen auch, so ganz bunte. Die sind jetzt auch so schön bunt. Da hatten wir auch noch nie ein Video rüber gemacht über Gulls. Das können wir ja mal machen, wenn ihr wollt. Wir gehen ja auch mal in die anderen Tierbereiche. Klar, kopflastig ist bei uns immer Terraristik, Aquaristik. Haben wir auch im Verhältnis am meisten, wobei die Vögel ja auch fast eine eigene Halle haben und wir da jede Menge von haben. Manchmal, weiß ich nicht, manchmal haben wir das wohl vernachlässigt, aber wir haben da auch nicht diesen Artenreichtum, wie wir das bei den anderen Tieren haben. Obwohl, man sollte sich sowas angucken und ich finde das super spannend. Wirklich und schön. Ich habe zuerst gedacht, das wäre irgendwie Männchen und Weibchen, aber du sagst, es sind zwei Arten. Dreifarbige und Rotkopf, richtig? Ja, genau. Die Dreifarbigen, die sind zurzeit so ein bisschen blass, die wir hier drin haben. Die werden natürlich noch viel farbenprächtiger, aber die Rotkopf, da sieht man, die sind richtig toll. Man kann sie fast nicht unterscheiden, Männchen und Weibchen. Muss man länger hingucken. Also die Rotkopf, die hat also so die Gesichtsfarbe, sag ich mal, bis so Mitte Auge. Und die Männchen haben die oft ein bisschen noch hinterm Auge. Mehr kannst du da gar nicht unterscheiden. Die hält man sowieso nicht einzeln, nie nicht. Zu zweit wenigstens besser einen kleinen Schwarm. Man sagt ja, Volieren sollen die haben so von 80 cm. Nur 40 mal 40 halte ich persönlich für ein bisschen zu klein. Diese Größe finde ich schon ganz schick. Da fühlen die sich auch wohl drin. Werden die auch mit Sicherheit ganz alleine brüten. Das Schöne ist natürlich, die brüten also so in offener Nester, legen meist so 3 bis 6 Eier. Wir sehen ja, die sind ja ganz zutraulich, wir sitzen direkt am Käfig. Man kommt ganz nah. Die brüten dann und kann man also zugucken, wie die ihre Jungen im halboffenen Nest einfach die Eier erst ausbrüten und dann die Jungen großziehen. Und wenn man dann die kleinen Jungen sieht, die sind also so winzig. Das ist schon eine ganz verrückte Sache. Aber ist schon interessant. Oft hat man das ja, dass das Weibchen dann nicht so schön aussieht, ne? In der Gruppe, dass sie also nicht so farblich interessant sind. Ja, bei ganz vielen Tieren ist das so, auch bei vielen Vögeln gerade so, bei vielen Rotsittichen, bei den Papageien dann wieder auch nicht. Da sieht man das auch nicht.
ich meine, in der Aquaristik, in der Fischgesellschaft, in der Terraristik auch oft, da sind natürlich die Männchen ganz markant farbenprächtig, aber hier ist das eigentlich ein schwer ausgeglichenes Bild. Ja, wirklich tolle Vögel, also haben ja viele Vorteile, muss ich ja sagen. Sieht auch richtig toll aus, also das ist ja schon fast so ein Deko-Objekt in der Wohnung auch, ne? So ein schön eingerichteter Käfig mit viel Platz drin. Ne? Wenn ich denke, früher hat man ja so Kanarienvögel, ne? Ja, da gab es ja so die ganz kleinen Gesangskäfige. Da drüben habe ich noch einen im Stand stehen. Das ist noch ein ganz original Bergmanns-Kanarienkäfig, den ich da hinten im Schrank habe. Damit sind allerdings die Bergleute immer mit eingefahren in der Zeche und haben den irgendwo im Nahbereich gestellt, wo sie gearbeitet haben. Im Bergbau hat man ja Probleme mit Kohlenmonoxidvergiftung. Und der Kanarienvogel, der Hahn, der singt, ein guter Hahn singt den ganzen Tag. Und dann haben die quasi, früher hatten die auch kein Radio dabei, unter Tage, ob das funktioniert, weiß ich eh nicht. Dann war die Musik der Kanarienvogel und wenn die Musik, also der Gesang vom Kanarienvogel aufgehört hat, das hieß nicht, jetzt kommt die Sportschau oder die Nachrichten, sondern jetzt wird die Luft schlecht. Und dann haben die alle ihren Kanarienvogel gepackt und haben den Stollen verlassen, bis da, wo die anderen Kanarienvögel von den Kollegen gesungen haben. Macht man natürlich nicht mit so einem empfindlichen Finken. Damals waren das ja Arbeitstiere, aber die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Heute haben wir ja unsere Tiere, weil wir Spaß dran haben, weil wir die Tiere halten möchten, weil wir mehr wissen müssen, wie man die hält. Und ja gut, so wie du sagst, Deko-Elemente gibt es womöglich den einen oder anderen Tierschützer und sagt, boah, die halten sich die Vögel nur zur Zierde. Wenn ich dem aber so ein schönes, artgerechtes Gehege oder Käfig gebe oder Voliere, dann ist das ja eine Win-Win-Situation für alle. Ja, und wenn ich jetzt im Wohnzimmer keinen Platz habe, könnte ich die auch draußen, so nur im Sommer oder kann ich die halt auch draußen bei mir auf Terrasse irgendwie unterbringen, wenn ich da was baue? Ja, wenn du jetzt Sonnenfoliere hättest zum Beispiel, die hätte Räder, die kannst du auf der Terrasse fahren, das geht. Im Winter ist das schlecht, dann sollten die auch schon Schutz haben und eben so bei nasskaltem Wetter, da ist das nicht schön. Wenn man eine richtige Foliere im Garten baut, mit einem kleinen Schutzraum dabei, dann ist das in Ordnung, denn sollte man sicherstellen, dass da irgendwie eine kleine Heizung drin ist, dass er nicht unter 15 Grad wird. Dann ist das natürlich auch alles okay. Aber ich weiß ja auch was, weil wir gerade das Thema Deko hatten und so. Ne? Ich habe die Tage gefragt in der Vogelabteilung. Ne? Wir haben so tolle Lampen. Ich habe gedacht, das ist, damit der Käfig noch schöner aussieht und gut beleuchtet wird. Ne? Hat man mich aufgeklärt. Mich hat man aufgeklärt, ja, genau. In deinem Alter macht das ja vielleicht Sinn, dich aufzuklären. Aber ich dachte, du hättest Kinder. Nein, ich lerne aber hier täglich noch dazu. Wirklich. Nein, du hast keine Kinder. Doch. Bist du noch frei? Sollen wir hier mal einen Aufruf für dich machen, oder? Heute nicht, danke. Heute machen wir mal für die Tina keinen Aufruf. Ne? Also Adressen werden eh nicht weitergegeben. Versucht das gar nicht. Nee, aber hier diese Beleuchtung, die ist ganz wichtig, weil die ja alle aus ganz warmen Gebieten kommen mit ganz hoher Sonneneinstrahlung. Da hat man mir gesagt, das sorgt dafür, dass die Vitamin D und sowas bilden können. Das ist natürlich wahr und ganz wichtig. Früher hatten wir immer so das Problem, dass man Vögel in Käfigen gehalten hat und viele Vogelarten wurden von Jahr zu Jahr blasser. Ohne Sonnenlicht konnten die natürlich gar nicht Vitamin D erzeugen und haben also immer Mangelerscheinungen gehabt. Dann ist eigentlich das Leben für alle Beteiligten nicht mehr so schön. Und hier mit diesen UV-Lampen, die sind also auch energiesparend, das sind also nicht jetzt so super Powerlampen. Da hat man gar nicht so viel Stromverbrauch, hat ein bisschen schön hell. Die Tiere haben Sonnenlicht, das ist natürlich für die Tiere viel optimaler. Schon wieder eine Win-Win-Situation, ne? Schon wieder, genau. Ja. Wir sagen ja immer zum Beispiel bei Wellensittich, Nymphensittichen und Co., bei diesen großen Vögeln, sagen wir immer täglich Freiflug gewähren. Ne, das klappt auch ganz gut. Ich hatte ja selber als Kind einen Wellensittich, da wusste man das ja noch nicht besser. Du hattest auch einen Vogel. Einen Vogel hatte ich, ja, habe ich heute noch, aber das ist eine andere Geschichte. Ich hätte mehrere vermutet, aber naja, besser einer als keiner. Nein, falsch, wir hatten natürlich nie einen Vogel alleine. Früher war das so, da darf man nicht verurteilen, dass das früher so war, sondern war einfach unwissend. Alle wussten das nicht. Aber den Wellensittich, den haben sie, also der ist auch immer auf den Finger gekommen und den konnte ich dann auch immer ganz bequem zurücksetzen in die Voliere. Brauchen die auch Freiflug? Kriege ich die auch wieder eingefangen? Ja, das Einfangen, das würde ich also gar nicht so machen. Also wenn, dann würde ich, so wie hier die Voliere ist super schön, die würde ich da also wirklich einige Wochen drin lassen. Mhm.
Und dann natürlich Fenster zu, Tür zu, dich selbst vielleicht ganz still in den Raum in die Ecke setzen. Aufpassen, dass da keine Ecken sind, wo die abrutschen können oder hinter den Schrank fallen können, dass man oben auf den Schrank irgendwas drauflegt. Dann natürlich nicht außerhalb des Käfigs füttern, weil die ja nicht so zahm sind. Das heißt, ich mache den Käfig auf, zu fressen gibt es nichts, es kann nur geflogen werden. Bei Fenster ein bisschen aufpassen, die sehen die Scheibe nicht, die sammeln volles Rohr vor die Scheibe und können sich das Genick brechen, das wäre natürlich nicht toll. Also entweder die Vorhänge zumachen oder eine andere Möglichkeit und dann könnte man die mal fliegen lassen. Wenn man sie so einen Monat beobachtet hat, dann weiß man, wann die schlafen gehen. So meist zwischen 18 und 20 Uhr gehen die schlafen und dann lasse ich die eine Stunde, anderthalb Stunden vorher fliegen. Mhm. Und da die Vögel immer die Angewohnheit haben, am gleichen Platz zu schlafen, vielleicht vorne so eine schöne Anflugstange davor und lasse dann fliegen. Und wenn sie da müde sind, dann gehen sie an ihren Schlafplatz und wenn sie alle sitzen und Nickerchen machen, mache ich Tür wieder zu und alles ist gut. Aber wenn ich einmal anfange zu jagen, das ist also überhaupt nicht gut, das sollte man grundsätzlich machen. Also nicht jeden Abend mit dem Kescher da? Um Gottes Willen, ja. Wir hatten ja mal ein Video gehabt mit Jimmy, der ja hier einen Nymphensittich hat fliegen lassen. Komm langsam raus, aber langsam. Rückwärts raus jetzt, mit einem kleinen Schwenk. Nymphensittich weggeflogen? Ja. Was meinst du, wer das war? Du. Und alle haben gesagt, warum lasst ihr den dann fliegen? Wo ist der denn? Warum wurde der nicht im Film gefangen? Genau das gleiche Thema. Wir haben den einfach den ganzen Tag fliegen lassen. Und als abends Geschäftsschluss war, dann hat er sich in aller Ruhe oben auf dem Käfig gesetzt, hat so ein Nickerchen gemacht und dann konnten wir den zack fangen. Reingegangen durch die Tür ist er nicht. Aber wir haben denn nicht gejagt. Ja, schöne Tiere, also könnte ich mir auch vorstellen. Ich will ja sowieso alles mitnehmen immer, aber na, das wäre auch was für mich. Wir kriegen immer neue Tiere und Tina kommt dann schön willig haben. Ich habe dir schon einiges beigebracht. Wir können ja noch mal eben einen Haltungscheck machen. Das ist also egal, ob die dreifarbigen oder die rotköpfigen, die werden so circa 12 cm groß. Welche Käfiggröße brauchen sie mindestens? Hatte ich gesagt. 80 x 40 x 40. Und größer ist immer besser. Das war schon mal sehr gut. Die werden so ungefähr 5 bis 10 Jahre alt. Weibchen und Männchen unterscheiden sich nicht besonders markant. Männchen sind ein bisschen farbenfroher und haben eine bisschen größere Maske, hast du gesagt. Also die legen so meist 4 bis 6 Eier und die brüten dann so ungefähr 13 Tage. Also Kolbenhirse sieht man ja hier auch, haben wir überall verteilt in den Gehegen. Nehmen wir immer gerne für kleine und auch größere Vögel. Da haben die was zu tun, da sind die beschäftigt. Ist eine gesunde Nahrung. Ja, und dann wahrscheinlich Exotenfutter oder was? Ja, genau. Da gibt es also Mischfutter, Exotenfutter extra dafür. Vitamine nicht vergessen, Wasser natürlich niemals vergessen. Die brauchen auch eine Badeschale. Ja, ich bin jetzt absoluter Fan von dieser Beleuchtung. Ne? Finde ich immer sinnvoll, sieht schön aus und ist für die Vögel gut. Ne? Ja. Trägt zur Gesundheit bei. UV-Beleuchtung ist auf alle Fälle immer gut, was man dabei nimmt. In offene Nester brüten soll. Man sollte denen allerdings solche Kunstnester vorgeben. Abwechslung und Beschäftigung, dasselbe wie immer bei den Vögeln. Wild-Naturäste, würde ich sagen, ne? Damit die halt unterschiedliche... habe ich schon von dir gelernt. Damit die unterschiedliche Aststärken haben, damit die Füße gut trainieren können. Wir haben hier so Korkenzieherhasel drin, da sind auch ganz kleine Äste. Ja, auf dem Boden ein bisschen Sand, vielleicht ein bisschen Holz. Und dann ist eigentlich die ganze Sache schon perfekt. Und dann werde ich mir, glaube ich, so eine schöne, runde Zimmervoliere da in die Ecke stellen. Ich weiß schon, wohin. Also wenn rund, sag ich mal, wenn 2 Meter groß, dann würde ich sagen, rund ist okay. Aber so wie man früher einen kleinen, runden Käfig hat, das geht natürlich gar nicht. Da wird ja der Vogel verrückt, wenn er dann nur im Kreis guckt. Sag ich mal, so ab 2 Meter für so einen kleinen Vogel, würde ich sagen, ist das okay. Da stört ihn das nicht mehr, ob Ecke oder rund. Dann ist vielleicht bei so groß sogar rund oder oval sogar noch besser, dann fliegen sie also nie in der Ecke, sondern beim Fliegen können sie eine Runde fliegen. Schon wieder was gelernt. Ich kannte das nur von runden Aquarien, dass die nicht gut sind für die Fische. Ja, in kleinen Aquarien ist das genau das gleiche Problem. Ich hoffe mal, das war jetzt eine runde Sache, unser Video. Und ihr habt mal wieder was gelernt. Du auch, hoffe ich. Ob du dir die anschaffen willst, überlegst du immer noch. Wir überlegen mal, was wir als nächsten Film nächste Tage machen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.